Okay, wir haben eine neue Fähigkeit. Wir haben, er sagt, mehr Kraft. Wir haben mehr Tränke. Das sollte doch jetzt reichen. Okay, das ist auch jetzt irgendwie ein interessantes Gebiet. Okay. Wir müssen mal sehen, was jetzt sagt, der andere Bereich da ist. Halt den anderen Bereich meinte ich, nicht diesen hier. Okay, es gibt also auch noch eine Cooldown-Zeit. Wirklich ziemlich gut mit anzusehen, wie die Gegner sich ja gegenseitig das Leben schwer machen.
Okay, Prophezeiung des Berges Quarth. Erhöht die Angriffskraft im Nahkampf ein wenig, solange du volle Gesundheit hast. Okay. Simorg, Prinz, dunkle Begierden, ein reich und zerbrochene Erinnerung. Hier kreuzen sich drei Schicksale, Kräfte gewonnen, Kräfte verloren. Das wahre Ich kommt hervor. Ah, okay. So ein Mist, das ist der falsche Weg wieder. Obwohl, wartet mal, so gut ist das jetzt, der Sack? Nicht. So, wir nehmen dich, der Sack, lieber mit. Eines unserer Ziele ist jetzt immer noch den Gefängnis, also den Wärter zu erledigen. Na, immerhin ist er, sagt, eins unserer Ziele immer noch, den Wärter zu erledigen. Den Wärter zu erledigen, ist er, sagt, jetzt noch ein Ziel, was wir haben. Haben wir ansonsten noch irgendwas zum Verbessern hier? Okay, wenn wir unser Atra noch ein bisschen weiter regenerieren, kannst du das auch nicht schaden. Ah, warte mal, das Amulett haben wir ausgerüstet. Also hatten wir ja schon alles richtig gemacht. Tja, wie schon gesagt, jetzt Tempel des Wissens. Der Zeitpunkt ist gekommen, uns den Schlüssel des Wärters zu krallen. Ah, verdammt nochmal! Unser Untergebener ist weg. Na warte, den krallen wir uns wieder. So. Hallo. Hey, wo ist unser... Ach, unser Untergebener ist gerade am Kämpfen. Thank you.
Memo an mich selbst. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal den anderen Baum wieder anvisieren. Gibst du euer Sack nicht? Wir hätten das jetzt, euer Sack, fast geschafft!
Gott! Endlich haben wir den Schlüssel. Ein veredelter Schlüssel, in den das Emblem des Heiligen Archivs eingraviert ist. Scheint eine düstere Aura auszustrahlen. Ja, ja, die düstere Aura, wir wissen's. Also gut, was für eine Belohnung erwartet uns jetzt? هنوزم مثل سنگی هستی که داری رو آب جهش میکنی؟ میدونم دنیای اطرافم دائما در حال تغییره. چه اتفاقی برات افتاده؟ پدرت کجاست؟ اون کنارم بود. صدای پدرم رو میشنوم ولی داره محو میشه. کمک، داره دوباره میاد سراغم. کمکم کن. تمرکز کن، آروم باش. نزار روت مسلط بشه. فقط یادت باشه این قدرت به تو خدمت میکنه. تیا سو فیل داتسو. Ich frag mich jetzt allerdings, ob das überhaupt eine gute Idee ist, was ich jetzt hier mache. Also, ich glaube, hier waren wir schon mal. Aber ich glaube jetzt eigentlich wiederum auch. Dass wir jetzt wieder zu früh hier dran sind. Allerdings haben wir jetzt, hier den Schlüssel. Und das ist jetzt, schon mal ein Vorteil, weil dann können wir, mal sehen, was, in den Zellen versteckt lag. Wirklich grandios.
Puh, das ist jetzt sogar auch mal wieder ein bisschen lästig, aber wir haben den Wärter besiegt. Gegner erwarten uns jetzt hier, er sagt nicht mehr. Okay, wir müssen hier nochmal längs. Ja, in diesem Bereich des Archives waren wir immer noch nicht. Die Unsterblichen, Beschützer von Persien, diese großen Krieger wachen seit Jahrhunderten über Persien. Eine Truppe aus geübten Kämpfern und Strategen, die gemeinhin als unbesiegbar gilt. Ihre Anwesenheit auf dem Schlachtfeld reicht aus, um Feinde in die Flucht zu schlagen. Gut, kleiner Boss jetzt? Ach nö. ما جفتمون یه هدف داریم ولی فقط منم که میتونم بهش برسم قدرتاتو به هم بده So viel zu der besseren Version. So, Schabbat-Seele. Führe einen mächtigen Kreuzangriff über Sargon. Kopf aus. Sehr effektiv gegen fliegende Gegner. Kann am Boden und in der Luft eingesetzt werden. Tja, meinetwegen. Eine weitere Anomalie besiegt. Doch nun folgt erstmal die Regeneration. So, das war, sagt das Gebiet der Harpien. Okay, das kann man doch, sagt jetzt nicht ahnen. Okay, was genau hat mir das jetzt hier gebracht? Ein Rückweg etwa?
ist er sagt so wirklich alles entspannter, wenn erstmal der Wärter ja weg ist. Okay, nehmen wir mal einen Alchemisten mit. Ob das was ist, was jetzt hier viel bringt, weiß ich nicht. Okay, offensichtlich nicht sehr viel. Okay, wir sind ja jetzt wieder hier im Gefängnis. Also gut, schauen wir doch jetzt mal. Schauen wir doch jetzt mal, was wir hier jetzt zu finden haben. Hallo. Okay, anscheinend ein Teil eines Soma-Blütenblattes. Soll das in der Sack jetzt bedeuten, dass wir sag, bei den anderen Zellen vielleicht auch Blütenblätter kriegen? Schreiben für liebe Mutter, behandle dieses Schreiben mit äußerster Sorgfalt und hüte seinen Inhalt wie ein Schatz. Lass es ein Geheimnis bleiben, das selbst mein verehrten Vater verborgen bleibt. Ich vertraue auf dich, liebe Mutter. Ich kann Benam nun nicht mehr als Meister bezeichnen. Ich kann ihn nur noch als furchtbaren Geist wahrnehmen. Die Taten, zu denen er mich gezwungen hat, der Pfad, den ich eingeschlagen habe, angetrieben durch das unablässige Streben nach Wissen, hat Benams und nachgiebige Hände aber ihn dazu getrieben, unaufhörlich zu forschen, ohne Nahrung zu sich zu nehmen oder eine Pause einzulegen. Leider hatte dies schwere Folgen und raubte ihm die Sicht. Ich nutze diese günstige Gelegenheit und habe meinen letzten Tropfen Mut zusammengenommen, geleitet von Verzweiflung und Hoffnung. Mit äußerster Vorsicht verbarg ich das verfluchte Manuskript tief in den verschlungenen Tiefen der heiligen Bibliothek, um sicherzustellen, dass es niemals mehr entdeckt werden würde. Hierzu habe ich eine Feder des mystischen Simurgh eingesetzt, eine außergewöhnliche Seltenheit. Ich schwöre bei meiner Seele, liebe Mutter, dass ich sie nicht gestohlen habe. Trotzdem fürchte ich, dass der Einsatz eines solch wertvollen Artefakts Konsequenzen haben wird. Ich habe mit der himmlischen Feder eine mächtige Beschwörung auf die letzten Seiten des Folianten geschrieben. Diese Beschwörung soll als Absicherung dienen, die Benam vernichten wird, falls er versucht, diese verfluchte Schrift erneut in den Händen zu halten. Benam hat sich in ein Ungeheuer verwandelt und ist nun dazu verdammt, mit einem unstillbaren Hunger nach Wissen und Weisheit auf
ewig die Gänge des Heiligen Archivs zu durchwandern. Als schaurige Erinnerung an die Schrecken, die sich in verbotenen Büchern verbergen, bleibt eine verfluchte Seele, die für immer zwischen Weisheit und Verdammnis gefangen ist. Sollte dieses Schreiben dich erreichen, liebe Mutter, bitte ich dich darum, Hilfe vom Bergcraft zu entsenden. Bitte rette mich von diesem grausamen Ort. Ich bitte dich, liebe Mutter, vergib mir all meine Vergehen und zeige Barmherzigkeit. Lass Alina und meinen verehrten Vater wissen, dass ich sie liebe. Möge meine Seele Erlösung finden und mögen wir bald wieder vereint sein. Liebe Gudash. Ach, na toll. Bedauerlicherweise habe ich jetzt, sag ich, hier nichts zum Explosieren dabei. Okay, das hat mir jetzt, sag, leider nichts gebracht. Okay, wollen wir es, sag, nochmal versuchen. Erneut mal wieder die falsche Richtung. Gott, ist der Geist eigentlich jetzt wieder da? Tja, der Geist ist wieder da gewesen. Dann kommt als nächstes wieder der Schwertmeister.
Krieger. Die Nebenquest der verlorenen Krieger haben wir jetzt also, wie es aussieht, auch wieder abgeschlossen oder weitergeführt. Korosh war ein Gegner der Krone und Anführer einer Gruppe, die sich gegen Tomires stellte. Es gelang ihr jedoch, ihn zu bezwingen, sich Adashirs Männern anzuschließen, sodass sie ihn jederzeit im Auge behalten konnte. Ugh. Komm schon! Also gut, hier war es, sagt, nicht sehr viel gewesen, nur einer von Adashirs Männer. Hier war was gewesen, hier wiederum sind, sag mal, wieder ein paar Zeitkristalle, an die ich jetzt nicht rankommen. Gut, dann haben wir jetzt, sag, noch eine weitere Zelle zu öffnen. Und bei meinem Glück wäre das ja, sag, jetzt sicherlich mal wieder irgendeine Anomalie. Sehe zwar jetzt hier auch nach Soma-Baum aus. Ich meine, Wack-Wack-Baum. Wieso sag ich jetzt, sag immer... Sehe ich jetzt das wirklich nicht so ganz, weshalb hier sowas ist. Na gut. Wir erhalten weitere Erinnerungsfragmente zum Fotografieren. Eine feindliche Armee nähert sich. Sie lassen uns nicht raus, um zu kämpfen.